Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein Rezept zu einem Gewürzkuchen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Für die Zutaten benötigt ihr 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 150 Milliliter Milch, 100 Gramm weiche Butter, ein Paket Backpulver, 1 Teelöffel Zimt, 3 Teelöffel Lebkuchengewürz, 4 Eier, 40 Gramm Kakao, 100 Gramm gemahlene Mandeln und 100 Gramm Schokolade oder Schokotropfen. Als erstes gebt ihr jetzt eure trockenen Zutaten in eine Schüssel und rührt das Ganze gut durch. Dann könnt ihr die Milch und die Eier dazugeben und das Ganze wird erstmal gut untergerührt. Danach kommt dann die weiche Butter und der Zimt dazu und dann wird das Ganze zu einem schönen gleichmäßigen Teig gerührt. Jetzt nehmt euch eine Backform, fettet sie gut ein und bestreut sie mit Kakaopulver. Anschließend gebt ihr jetzt euren Teig hinein und streicht ihn schön glatt. Dann kommt euer Kuchen bei 180 Grad für ca. 40 bis 60 Minuten in den Ofen. Die Backzeit variiert aber je nachdem, welche Form ihr verwendet, deswegen macht lieber eine Stäbchenprobe. Nach dem Backen lasst ihr euren Kuchen dann auskühlen. Währenddessen könnt ihr schon mal eure Glasur vorbereiten. Dafür braucht ihr Kakao, Puderzucker, Zimt und etwas Milch. Die ganzen Zutaten gebt ihr jetzt in eine Schüssel und rührt sie zu einer schönen gleichmäßigen Masse. Wenn euer Kuchen dann soweit abgekühlt ist, könnt ihr ihn aus der Form lösen und mit eurer Glasur verzieren. Lasst die Glasur dann schön fest werden und dann wären wir auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich verlinke euch hier jetzt nochmal zwei meiner letzten Videos und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann!